Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute möchte ich, wie versprochen, Tapetenschutz, also im Prinzip Elefantenhaut, das heißt Latex transparent, wollte ich mit euch testen. Ich glaube, meine Brille blendet wieder. So, zuvor aber noch geschwind meine getrockneten Bilder. Ich kann euch geschwind mal was zeigen. Und zwar dieses hier mit dem Satin Animal. Zu dunkel geworden, nicht gut. Dann hier. Naja, ist natürlich vom Licht her. Gibt vielleicht einen Effekt, aber gefällt mir nicht so ganz. Dann habe ich was getestet, und zwar dieses Satin Animal. Einfach einen Flipcup gemacht, also dieses Satin Honeygold. Im Flipcup gab es eigentlich schöne Zellen ohne Silikon oder sonst was. Dann habe ich noch mal ausprobiert, das Honeygold in Gold zu mischen. Es ist zu hell und dieser metallige Effekt ist verschwunden. Also funktioniert auch nicht so, nur dass ihr das wisst. Dann habe ich ja hier, also das finde ich richtig schön mit dieser Holzlasur. Das funktioniert ganz gut. Jetzt natürlich auch noch hier das getrocknete Bild. Drehst mal so um. Mit dieser Holzlasur, klar, die Farben sind jetzt alle nochmal nachgedunkelt. Da kann man natürlich auch hellere Farben nehmen, aber dieser Cloud-Effekt funktioniert richtig gut mit dieser Holzlasur. Das andere rosane Bild finde ich nicht. Ich weiß nicht, hat es meine Frau geklaut, was auch immer. Passt auf. Diese Holzlasur ist der lösungsmittelhaltig und riecht etwas. Aber funktioniert richtig gut. War jetzt nochmal im Baumarkt. Danke Heinz. Auch nochmal für den Tipp mit dem Auro, auch lösemittelfrei, das ist jetzt auch für innen. Hab mir das mal geholt, auch beim Baumarkt. Auch eine Holzlasur, Birke, also auch weiß. Das werde ich jetzt auch mal testen, ob das dann auch so funktioniert. Wenn es nicht gut ist, hole ich mir wirklich das von dir. Okay, dann lasst uns starten mit der Elefantenhaut. Ich mache 3 Bilder, ist vielleicht ein bisschen längeres Video. Ich hoffe, ihr bleibt dran und dann bis gleich. So Freunde, dann lasst uns mal starten. Also wie gesagt, Tapetenschutz schimpft sich, auch Elefantenhaut, ist im Prinzip, ups, Spritz. Es ist sehr dünnflüssig. Ihr seht es vielleicht, könnt es sehen. Ist sehr dünnflüssig, darum müssen wir hier etwas mehr Farbe reinmachen. Und das wollte ich euch jetzt geschwind mal zeigen, wie ich das anrühre. Ich mache jetzt hier mal so viel rein, dass ihr seht. Ich nehme jetzt auch mal keine teure Farbe, das ist jetzt vom Böser, die gesehen. Das ist Koboldblau. Ups, genau. Und wir müssen halt schon etwas mehr reinmachen, damit es etwas dicker wird. Man hat am Anfang das Problem, dass sich die Pigmente etwas verteilen. Ich kann das euch mal bei Gold zeigen. Also bei Metallicfarben habe ich es nämlich auch mal ausprobiert. Am Anfang seht ihr wirklich einzelne Pigmente. Da meint man gerade, es vermischt sich nicht. Aber wenn man es dann ein Weilchen stehen lässt und nochmal umrührt, dann verbindet sich das. So. Wem das zu langweilig ist, kann ja wieder vorspulen.
Das habe ich jetzt auch schon öfters gemerkt, dass viele vorspulen. Aber dann kommt die Frage wieder, ja, wie ist denn das Mischverhältnis? Obwohl ich es genau erkläre. So. Wir sind jetzt hier, ist noch etwas dünnflüssig. Ihr müsst es aber auch etwas stehen lassen, dann verbindet sich das. Wie gesagt, ihr braucht halt für diese Elefantenhaut etwas mehr Farbe. Das soll jetzt auch nochmal ein Test sein, ob es funktioniert oder nicht. Ja, jetzt ist, denke ich mal, ganz gut. Ist jetzt vielleicht okay. Ich werde es jetzt noch geschwind etwas stehen lassen. Also ich habe jetzt das Kobaltblau, ich habe Gold mal angemischt, einfach mal zu sehen, ob Pigmente von Metallic auch funktionieren. Dann weiß und schwarz. So. Ich würde sagen, ich lasse kurz 10 Minuten einwirken und dann bin ich gleich zurück. Gut, ich würde sagen, wir testen das jetzt einfach mal ohne Zusätze. Der Keilrahmen ist jetzt auch 30 auf 24 cm. Starte mal mit Weiß. Schwarz. Also bei dem Metallic immer gut umrühren. Mit dem Gold. Es vermischt sich sehr, aber es sieht aus, wie wenn es so kleine Zellen gibt. Ich nehme jetzt auch mal nicht so viel, weil es ja doch etwas dünnflüssiger ist und dadurch dürfte es auch besser laufen. Okay, komm, wir machen einfach mal einen Flip Cup. Ich hebe mir noch ein bisschen Farbe auf. Ich möchte sie auch mit euch zusammen testen, ob auch Silikon oder dieser Cell Creator auch funktioniert. Wir schauen. Und ob es überhaupt funktioniert. Okay. Sieht ganz gut aus, wobei man ein bisschen sieht, dass die Pigmente ein bisschen verschwimmen. Aber kann natürlich auch ein schönen Effekt geben dann. Ja, okay. Ja, man sieht schon etwas. Seht ihr, diese Pigmente vermischen sich dann doch nicht ganz so gut mit diesem Latex-Transparent. Ich gehe mal davon aus, dass es etwas so dünn ist.
Ja, sehr viel Weiß. Gut, ein Versuch war es auf jeden Fall wert, sage ich immer. So. Also mit Weiß aufpassen. Ich habe auch gemerkt, dass Weiß ist sehr dick im Gegensatz zu den anderen Farben. Ist ja eigentlich immer etwas dicker. Aber hier merkt man es halt speziell, dass es dann die anderen Farben verschluckt. Mal andersrum, weil sonst wird der Weiß viel verschluckt. Ist ja auch nicht so schlecht. Okay. Ich werde jetzt eins machen, kurz mal erhitzen. Schauen wir mal, was passiert. Hallo, nicht schon wieder. Ich glaube es nicht. Ich muss mir noch mal einen neuen zulegen, muss mal den Heißluft füllen. Okay, das Gold wird auch recht stark verschluckt. Gut. Ich denke mal, ihr könnt es sehen, soweit. Ziemlich weiß. Okay, ich stelle das jetzt mal weg. Ich hole ein neues Bild. Oder Bilderrahmen. Ja, Bilderrahmen. So, ich bin zurück. Ich nehme jetzt nochmal ein, weil wie gesagt, ich wollte es ja testen. Und wenn wir es testen, testen wir es richtig. So. Was ich jetzt machen möchte mit Silikon, ich nehme einfach das 300er, rühre die Becher noch mal ein bisschen um. Vielleicht müsste man es einfach noch dicker machen, aber dann brauchen wir viel zu viel Farbe. Ob sich das dann wieder lohnt, glaube ich weniger. Okay, ich nehme jetzt dieses Mal etwas weniger Weiß. Nehmt das Silikon 300, ihr kennt es ja bei mir. Mach mal zwei Tropfen rein. Ich rühre da auch gar nicht so viel um. Schwarz. Nochmal das Blau. Lass es vielleicht jetzt auch mal mehr von der Seite reinlaufen und mische es gar nicht so arg. Vielleicht auch besser. Machen wir nochmal. Machen wir mal drei Tropfen rein. Soll ja nur zum Testen sein. Ja, das Weiß versinkt. Ich mische das jetzt halt in den Becher, das Silikon, weil ich möchte ja noch den Cell Creator ausprobieren und darum sollte es nicht unbedingt schon in den Becher drin sein. Okay. Schauen wir mal, wie es rauskommt, wenn ich es nicht so arg gemischt habe.
Ja, haben wir aber auch. Jetzt haben wir sehr dunkel. Bin mal gespannt. Eine Zellenbildung habe ich schon. Ja, wir haben jetzt hier das Problem, dass es die schwarze Farbe im Prinzip alles beherrscht in diesem Bild, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel Schwarz rein habe. Naja gut, also sehr mit Vorsicht zu genießen. So, diese Zelle behalte ich jetzt einfach mal, weil die schön blau ist. Lasse ich vielleicht auch noch etwas in die Mitte laufen. So. Ja. Ihr seht, wie sich das Blatt wandeln kann. Von zu hell, zu viel weiß, sage ich jetzt mal, zu viel schwarz. Aber so ist das eben. Okay, so erhitzen wir das mal, wie gesagt, mit dem Heißluftföhn. Okay, nicht so viel, da explodiert alles hier. Wahnsinn, und seht ihr, wie schnell das arbeitet? Da brauche ich nicht mal einen Zeitraffer machen. Huhu. Ja, na, da bin ich gespannt. Ich denke mal, die wachsen noch einiges mehr. Also wenn, dann wahrscheinlich nicht sehr stark erhitzen, sondern nur einmal kurz drüber. Aber passt. Da bin ich ja mal gespannt, wie es getrocknet aussieht. Ui, aber die wachsen jetzt doch noch. Da war es vielleicht gar nicht schlecht, dass ich das nicht so vermischt habe, weil sonst hätten sich wirklich überall Zellen gebildet, sondern nur reingetropft habe, dass es wirklich nur stellenweise aufploppt. Ja, es gibt jetzt keine so runde Zellen. Die haben ja wie so, ich sag mal übertrieben gesagt, wie so Alkoholeffekt. Das kann natürlich bei diesem Latex passieren. Na, dass es solche, wie soll ich sagen, ja, wie so Eisform gibt. Okay, ich denke mal, das wächst noch. Ich lasse das jetzt trotzdem mal. Ich stelle das jetzt auch mal weg. Jetzt testen wir das nochmal mit dem Cell Creator. Und da bin ich auch gespannt. Und dann haben wir es ja eigentlich schon. Und ich hoffe, es ist interessant für euch. Wenn ja, dann bleibt kurz dran. Machen wir das andere Bild noch. Okay, ihr seht es hier. Ich kann es euch nachher vielleicht auch mal kurz von nahem noch mal zeigen. Nur ohne gutes Licht. Okay, bin zurück mit dem dritten Bild. Noch mal kurz Handschuhe anziehen. Habe ich da reingetropft? Ho, ho, ho. Mein Weiß auch wieder her. Okay. Jetzt hoffe ich, dass ich gut aufbekomme, den Cell Creator. Kennt ihr diese Kindersicherung? Die ist recht gut. Ja. So, manchmal echt Probleme damit. Okay, was machen wir denn? Ich mache mal in das Gold.
1, 2 Tropfen rein. Hier kann ich es ja jetzt reinmachen. Und in das Blau auch 2 Tropfen. Ich denke mal, das reicht schon. Theoretisch, wie gesagt, ihr kennt es ja, braucht ihr bloß 1 Tropfen. Ich rühre auch nicht so arg um. Ich mache es jetzt mal genauso wie beim Silikon. So. Starte mit Weiß. Lass es jetzt auch nicht so arg vermischen. Weil wie wir ja im ersten Bild gemerkt haben, wir haben es zu arg vermischt. Teilen sich ein bisschen die Pigmente. So, fast zu wenig Blau. Finde ich jetzt. Macht die Farbe jetzt eh mehr oder weniger leer. Versucht das Schwarz noch etwas zu mischen. So, jetzt bin ich gespannt. Aber man sieht schon etwas. Mit meinem geliebten Cell Creator. Da wir ja recht dünnflüssig sind, kann man fast schon loslegen. Ich habe noch ein bisschen Weiß. Der ist wieder sehr dunkel jetzt geworden, obwohl es eigentlich sehr hell aussah. Jetzt mache ich einfach die Restfarben weg hier. Mache hier noch ein bisschen Gold rein. Damit es nicht so dunkel aussieht. Okay, okay. Aber man merkt halt schon, die Pigmente halten nicht so gut zusammen. Man merkt es, wie es ein bisschen, ich sage jetzt mal so übertrieben gesagt, neblig aussieht. Ihr habt halt den Vorteil durch das Transparente, dass ihr gleich die Originaltonfarben seht. Originalton der Farben. Deutsche Wörter wieder. So. Aber gibt natürlich auch einen anderen Effekt wie sonst. Da fängt schon an, das ist sogar noch mehr wie beim anderen, beim 300er Silikon. So diese Eiszellen, sage ich jetzt einfach mal, Bildung. So, kurz erhitzen. Okay, reagiert mehr wie das Silikon, aber es bringt schöne Effekte raus, weil da wo vorher alles ziemlich schwarz war, kommen jetzt die blauen Zellen hoch. Was ich jetzt halt cool finde, es bringt keine normale Zellen, sondern es bringt wie so Zellen, hier seht ihr es vielleicht am hellen, wie so Eiskristalle. Das liegt wahrscheinlich an dieser Zusammensetzung von dieser Elefantenhaut.
Aber da bringt es natürlich einiges, viele Zellen. Wow. Ja. Das andere Bild mit dem Silikon arbeitet auch noch ein bisschen nach. Also ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass hier nachher alles voller Zellen ist. Okay. Aber ich finde es cool. Mir gefällt das. Es ist natürlich wie alles Geschmackssache. Mir war es wichtig, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Man kann jetzt die Farben natürlich noch mal etwas dicker anrühren. Das war jetzt eigentlich dieser erste Test. Aber das passt. Ich werde jetzt eins machen. Ich zeige es euch kurz von nahem, die drei Bilder. Die anderen schwenke ich halt hinten rum. Ich hoffe, vom Licht geht's. Und dann warten wir einfach, bis es getrocknet ist. Mal sehen, was da noch passiert ist. Also dann bis gleich. So, ich bin zurück. Jetzt schauen wir es mal kurz von nahem an. Also ihr seht diese Zellenbildung. Wie so Eiskristalle, finde ich. Gibt eigentlich auch einen coolen Effekt. Wenn man sich da richtig einarbeitet, wer Lust hat, kann da natürlich auch schöne Effekte erzielen, also anders wie so normale Zellen. Ist natürlich dann auch Übungssache und man muss seine Erfahrungen sammeln. Ja, das ist ja auch cool, die schwarzen Zellen in dem blauen. Bin mal gespannt, wie arg oder wie stark das noch nacharbeitet. Das ist auch cool. Das mache ich schon am Rand. Okay. Zeige noch geschwind die anderen. Ich hoffe, wie gesagt, vom Licht her geht es. Ihr habt gesehen, das ist das mit Silikon 300, wie das noch nacharbeitet. Ich denke mal, da reicht fast ein Tropfen Silikon, dann mehr braucht man gar nicht. Die Kamera macht, glaube ich, gutes Bild. Aber es arbeitet natürlich auch noch ziemlich nach. Ja, auch cooler Effekt. Also, wenn da nur ein Tropfen Silikon rein, habe ich gemerkt. Jetzt das Bild ohne Silikon, also ganz normal. Seht auch vielleicht hier, ab und zu reagiert es ein bisschen durch die Luftblasen, aber ist auch cool. Okay, kann eigentlich funktionieren, kann funktionieren mit ein bisschen Übung. Ich schaue jetzt einfach mal, wie es noch sich verändert, wenn es trocknet, ob es stark nacharbeitet oder ob es stabil bleibt, und dann gebe ich euch das nächste Mal Bescheid, sobald es trocken ist. Okay, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Einfach mal wieder was Neues ausprobiert. Ihr kennt mich ja, sonst wird mir es zu langweilig. Und dann wünsche ich euch was. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.